Hallo deine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass es aktuell in Thailand sehr heiß ist. Für mich allerdings nichts Außergewöhnliches für diesen Monat. Ich lebe jetzt bereits 14 Jahre, schon in der Provinz Chiang. Und in den letzten Jahren war es im April immer sehr heiß. Temperaturen über 40 Grad sind hier nichts Außergewöhnliches. Was jetzt vielleicht dieses Jahr etwas spezieller ist, dass bereits im März sehr hohe Temperaturen waren. Also wir hatten da anfangs März teilweise schon 37, 38 Grad. Und das ist schon etwas Außergewöhnliches. Und man weiß jetzt natürlich auch nicht, wie lange diese Hitze anhält. Also normalerweise war es ja so, dass wenn Mitte April, dass so ein Kranfest ist, dass dann immer, ja, das war meistens der Höhepunkt dieser Hitzewelle, danach ging es dann wieder ein bisschen runter und man hat in Anführungszeichen wieder einigermaßen normale Temperaturen von so 36 Grad. Schauen wir mal, wie es dieses Jahr wird. Ja, in den letzten paar Wochen habe ich extrem viele neue Abonnenten bekommen. Das freut mich natürlich riesig, dass so viele Leute meinen kleinen Kanal entdeckt haben und ihn gleich abonniert haben. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ja, unter den vielen Neuabonnenten gibt es natürlich auch jene, welche jetzt noch nicht so viele Videos von mir angeschaut haben. Und der eine oder andere wird jetzt sich wahrscheinlich denken, was, in Thailand so heiß? Ich habe jetzt noch vorgehabt, in den nächsten Jahren auszuwandern. Und wenn ich da höre, dass es da ein Monat oder vielleicht sogar zwei Monate lang 40 Grad und mehr hat, ist das schon extrem. Sicher ist das extrem. Vor allem kann ich mir gut vorstellen, wenn jetzt so Auswanderer, welche schon ein gewisses Alter haben, sagen wir jetzt mal im Rentenalter sind, und dann vorhaben, nach Thailand auszuwandern, dass es für die natürlich ein bisschen schwieriger sein könnte. Ich sehe es ja bei meinen Eltern, die klagen dann schon in der Schweiz, wenn Hochsommer ist, über die Temperaturen. Und wenn man da natürlich jetzt längerfristig in Thailand ist und dann zwei Monate lang diese Hitze ertragen muss, das kann dann schon mal auch auf die Gesundheit schlagen, vielleicht Herz-Kreislauf-Probleme und andere Probleme können da auftauchen. Was man dagegen tun kann, ist eigentlich relativ einfach. Und das heißt, es sollte jetzt keinen davon abschrecken, nach Thailand auszuwandern. Nach Thailand auswandern trotz der Hitze, kein Problem. Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, wie man dieser Hitze entfliehen könnte oder kann. Das Einfachste ist natürlich, wenn man sich sagt, okay, März, April, sehr heiß, kein Problem. Ich fliege in meine alte Heimat zurück, genieße dort den Frühling oder den Vorfrühling. Eventuell ist ja noch Winter, aber egal, lieber ein bisschen frieren als schwitzen. Das ist natürlich eine einfache Variante. Das heißt natürlich, da muss man über genügend Vermögen oder Erspartes verfügen, dass man jetzt das Jahr für Jahr so machen kann. Andere Varianten sind natürlich, dass man sich sagt, okay, wenn ich dann mal nach Thailand auswandere, dann ziehe ich in eine Region, wo es vielleicht weniger heiß ist. Es ist etwas schwierig, aber es gibt natürlich solche Regionen, logischerweise der Norden. Also in Chiang Mai oben kann es natürlich vielleicht, wenn es jetzt so heiß ist, auch mal 38, 39 Grad haben. Aber normalerweise sind die Temperaturen immer ein paar Grad tiefer als jetzt zum Beispiel in unserer Provinz Chiang Mai. Wir leben in Zentral-Thailand, eine der heißesten Regionen von Thailand meines Wissens. Und ja, da kann man natürlich schon ein bisschen schauen, wo man da hinzieht. Eine weitere gute Möglichkeit ist natürlich, dass man sich sagt, okay, ich ziehe da irgendwo auf eine Insel oder in der Nähe des Meeres oder am besten noch direkt ans Meer. Dann habe ich wenigstens immer noch eine kühle Brise vom Meer her. Und so hält man es natürlich auch aus, wenn es so extrem heiß ist. Ja, nicht jeder kann jetzt natürlich ans Meer ziehen. Vielleicht lebt da die Familie von eurer Frau irgendwo im Isan und ihr möchtet auch gerne dorthin ziehen. Ist auch kein Problem. Da sagt ihr euch vielleicht, ja, okay, jetzt ist es sehr heiß. Gehen wir dann mal ein paar Wochen oder ein paar Tage ans Meer, kühlen uns da wieder ein bisschen ab und dann können wir dann wieder zurück in den Isan gehen. Wenn ihr jetzt während der heißen Zeit nicht in ihre alte Heimat fliegen können, auch nicht die Möglichkeit haben, ein paar Tage oder Wochen am Meer zu verbringen, denen bleibt nichts anderes übrig, als halt die meiste Zeit im Haus zu verbringen. Also den ganzen Tag natürlich nicht. Du müsst einfach ein bisschen früher aufstehen, so wie wir es machen, dann bereits morgens um 6 Uhr in den Garten rausgehen. Da haben wir immer noch genügend Zeit, um da ein paar Dinge zu erledigen, bevor es dann so 10 Uhr, 11 Uhr richtig heiß wird und man dann eher ins Haus reingeht. Dann bleibt halt nicht viel anderes übrig, als die Klimaanlage einzuschalten oder die Ventilatoren. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Mein Ding ist es jetzt auch nicht, da irgendwie den ganzen Tag in einem klimatisierten Raum zu verbringen. Das wäre dann auch zu blöd und ja, man erkältet sich dann auch sehr schnell. Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, dass man halt ein bisschen Ausflüge macht, vielleicht irgendwo ein großes Shoppingcenter. Ich weiß, auch dort läuft die Klimaanlage, ist ja nur jetzt ein Beispiel. Oder natürlich all jene sind da im Vorteil, wenn sie einen Swimmingpool haben, dann kann man immer mal wieder in den Pool reinspringen und sich dort ein bisschen abkühlen. Mein Swimmingpool, wie ihr wisst, der ist da hinter mir, immer noch unser Fischteich. Jetzt, um dort drin sich abzukühlen, ist ein bisschen schwierig, denn das Wasser ist, glaube ich, mittlerweile fast 30 Grad warm.
Also extrem. Ich bin jetzt da froh, dass wir vor 3 Wochen nach Grundwasser gebohrt haben. So kann ich jetzt immer mal wieder Grundwasser in den Teich reinlaufen lassen. Und das Grundwasser ist wirklich relativ kühl. Also ich habe schon ein paar Mal mit diesem Grundwasser geduscht. War herrlich, eine richtige Abkühlung war das. Ist natürlich auch sehr wichtig für die Fische, dass immer wieder mal frisches Wasser dazukommt. Und auch wenn es ein bisschen kühleres Wasser ist, ist natürlich das auch optimal. Und wir haben ja hinten extra so das Rohr, was sind das jetzt, 1,5 Meter über dem Grund, läuft es in den Teich rein, dass quasi noch wie so ein kleiner Wasserfall in den Teich reinfließt. Dass er auch genügend Sauerstoff im Teich hat, nicht dass dann auf einmal eines Tages unsere Fische den Rückenschwung machen. Ja, mit dieser Hitze würde ich sehr gerne wieder mal ans Meer fahren. Als Zuschauer werde ich jetzt da wahrscheinlich zu Recht sagen, was jammerst du da rum? Dann fahr doch einfach ans Meer. Das kann doch wohl nicht so weit sein, stimmt. Von uns aus fährt man jetzt zum Beispiel knapp 4 Stunden an den Badeort Banksäen, also ist nicht allzu weit. Da könnte man jetzt locker mal ein verlängertes Wochenende dort verbringen. Ja, in den letzten paar Jahren hatten wir immer 100 Gründe gehabt, weshalb wir nicht ans Meer gefahren sind. Da haben wir meistens gesagt, ja, nächsten Monat gehen wir dann mal, dann gehen wir später mal. Und dann meistens kam irgendwas wieder dazwischen, irgendwie eine Hochzeit oder sonst eine Feier. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, jetzt lassen wir es halt, jetzt ist es nicht mehr so warm, dann gehen wir dann nächstes Jahr wieder. Ja, ihr wisst ja, wie es da so sein kann, wenn man es immer wieder mal verschiebt. Ja, und meistens war auch der Hauptgrund unser Haus, unser Garten und natürlich unsere lieben Tiere. Bisher hatten wir jetzt eigentlich da niemand gefunden, wo jetzt da auch mal eine längere Zeit zu unseren Tieren schauen könnte. Also klar, ich habe eine ganz liebe Thai-Familie, die würde natürlich locker da jetzt mal ein paar Tage oder Wochen hier übernachten und zum Rechten schauen. Da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert oder ein bisschen komisch und habe da doch am Schluss nicht das Vertrauen in die Person, dass da alles gut geht. Ich habe da immer Angst um unsere Hunde, dass da einer mal nicht aufpasst und die Hunde dann auf die Straße rennen. Das ist uns leider ja vor knapp 10 Jahren passiert und ist dann ein Hund ums Leben gekommen, weil eben einer war da nicht aufmerksam, hat das Tor nicht sofort wieder geschlossen. Und das möchte ich jetzt eigentlich verhindern mit unseren Hunden. Klar, jetzt ist es langsam besser geworden, beziehungsweise wir sind jetzt sehr dankbar, dass da die junge Gung bei uns lebt. Wir wissen jetzt noch nicht, wie lange dass sie da bei uns bleiben wird. Und das wäre jetzt natürlich eine gute Möglichkeit, da sie eine sehr zuverlässige und tolle Person ist und es auch sehr gut mit unseren Hunden kann, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt fahren wir mal ein paar Tage ans Meer oder vielleicht mal ein verlängertes Wochenende als Test. Da können wir uns endlich wieder mal ein paar Tage erholen, mal das Meer genießen und wieder mal Urlaub machen. Was mir jetzt dieses Jahr bei uns aufgefallen ist, dass obschon es so heiß ist, also seit 1,5 Monaten so heiß ist, sind die Pegel der Flüsse relativ hoch. Das hat damit zu tun, dass es ja in den letzten Tagen oder Wochen in den nördlichen Gebieten immer mal wieder geregnet hat, teilweise sehr stark geregnet hat. Und logischerweise merken wir das natürlich auch bei uns. Da fließt dann sehr viel Wasser den Chao Phraya River runter und kommt natürlich auch bei uns vorbei. Deswegen sind die Flüsse relativ hoch. Das ist natürlich auch was Erfreuliches. Und auch in den Bewässerungskanälen hat es immer noch sehr viel Wasser oder ja, für diese Jahreszeit extrem viel Wasser, kann man sagen. Das freut natürlich auch die Reisbauer. Ich hatte schon ein paar Mal mit meinen beiden Schwagern darüber gesprochen. Die haben gesagt, sie sind jetzt froh, dass sie noch so viel Wasser haben und also weiterhin ihre Reisfelder bewässern können und natürlich dann auch hoffen, dass sie dann eine Ernte mehr einfahren können. Ob das dann gut ist oder weniger gut ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Denn in unserer Provinz ist es immer noch so, dass teilweise bis zu 3-mal Reis geerntet wird. In meinen Augen ist das zu viel. Das tut ja den Böden auch nicht gut, wenn man sie quasi so auslaugt mit so viel mal Reis anpflanzen. Aber ja, je mehr Ernte, umso mehr Ertrag. Man muss natürlich die Reisbauer da auch ein bisschen verstehen. Jetzt schweife ich ein bisschen vom Thema ab. Das Thema ist ja die Hitzewelle in Thailand. Ja, wenn ihr aktuell in Thailand lebt oder hier Urlaub macht, dann hoffe ich, dass ihr stets ein kühles Plätzchen findet. Denkt daran, immer kühlen, von innen und von außen kühlen. Nicht nur immer mit Bier, zwischendurch auch mal ein Wasser trinken. An dieser Stelle wie immer, damit ihr keines meiner Videos verpasst, abonniert doch bitte meinen Kanal. Bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.